Der Void Glitch. Ein Glitch, mit dem ihr, naja, in die Void kommt. Ein dunkler, einsamer, kalter Ort, der euch zu jeder Location im Spiel bringen kann. Und ich zeige euch heute, wie ihr damit zu Arceus, Darkrai und Shaymin kommt. Leah's Mind. Bevor ich euch genau zeige, wie ihr diesen Glitch macht, muss ich euch noch einige andere Sachen erklären. Denn dieser Glitch ist sehr schwierig und kann auch gefährlich sein, weil euer Speicherstand dadurch kaputt gehen kann. Deswegen empfehle ich euch, das ganze Video anzuschauen. Aber ich habe Timestamps und ihr könnt zu jeder Stelle hinspringen, was ihr jetzt anschauen wollt. Wir fangen an mit Arceus könnt ihr euch unendlich oft holen. Ihr könnt die ganze Zeit zwischen zwei verschiedenen Arceus hin und her wechseln und somit unendlich oft welche fangen. Shaymin und Darkrai könnt ihr euch pro Spielstand nur jeweils einmal holen. Das geht nur in Diamant und Perle, nicht in Platin. Wenn ihr es in Platin machen wollt, dann macht den DNS-Glitch, Videos hier oben. Da kriegt ihr einfach die Event-Items und könnt ganz legit dann zu den drei Pokémon gehen. In Diamant und Perle waren diese drei Pokémon aber auch schon ins Spiel reinprogrammiert. Sie wurden nur nie veröffentlicht. Man konnte nie legit zu den Pokémon hinkommen. Mit dem Void-Glitch kann man aber eben da hinkommen. Das bedeutet aber auch, dass wenn ihr diese drei fangt, sie nicht legitim sind, weil im Spiel sollte man da nicht hinkommen können. Das dachte ich zumindest immer, aber es gibt eben doch bestimmte Bedingungen, um diese Pokémon legit nach Bank und Home übertragen zu können. Darkrai könnt ihr übertragen, wenn ihr es in Diamant gefangen habt. Ihr müsst ihm Verfolgung verlernen und es muss auf Level 50 gelevelt werden. Wenn ihr es in Platin wollt, macht ihr einfach den DNS-Glitch, holt euch die Mitgliedskarte und könnt dann ganz legit zu Darkrai. Shaymin kann man, wenn man es in Diamant und Perle fängt, überhaupt nicht übertragen. Geht nicht. Wenn ihr Shaymin auf Bank und Home haben wollt aus Gen 4, müsst ihr den DNS-Glitch benutzen in Platin mit Eichsbrief. Und wenn ihr ein Gen 4 Arceus wollt auf Bank und Home, muss es auch aus Diamant kommen. Ihr müsst es auf Level 100 gelevelt haben und es darf nicht shiny sein. Darkrai darf shiny sein. Und der Fundort, also wo ihr es gefangen habt, muss Jubelstadt sein oder die mysteriöse Zone. Normalerweise fängt man eben Arceus in der Halle des Beginns, da diese Treppen, die man da hochgeht. Aber wenn man es eben dort fängt, gilt es als nicht legit und ihr könnt es nicht übertragen. Aber dank des Void-Glitches können wir eben dafür sorgen, dass Arceus woanders steht. Wollt ihr es in Platin, müsst ihr den DNS-Glitch machen und dann kriegt ihr eben das Mishinna Arceus im Jubelball. Aber wollt ihr es wirklich selber fangen im Pokéball und auf Home haben, müsst ihr den Void-Glitch machen. Wenn euch das mit dem Transfer auf Bank und Home komplett egal ist, ihr könnt all diese drei Pokémon in Perle und Diamant fangen und auch Shiny hunten. Aber nur unter diesen Bedingungen werdet ihr sie auf Bank und Home bringen. Wie gesagt, ist der Glitch ziemlich schwierig. Ich habe mir Tutorials angeschaut und es sah super einfach aus und dann habe ich es nachgemacht und bin überall stecken geblieben. Und dann habe ich in den Kommentaren runtergescrollt und auch gemerkt, dass super viele andere Leute auch stecken bleiben und auch ihre Speicherstände kaputt gemacht haben. Und auch ich habe gestern live auf Twitch gestreamt und habe den Void Glitch probiert und habe mir inzwischen gedacht, hey, ich sollte hier speichern, damit ich nicht alles nochmal machen muss. Und mein Speicherstand war dann kaputt. Ich war für immer gefangen in der Void und bin nicht mehr rausgekommen. Und das kann euch auch passieren, deswegen folgt diesem Tutorial wirklich 1:1 und macht nichts anderes. Speichert nicht irgendwo, wo ich nicht sage, dass ihr speichern sollt. Trotzdem übernehme ich überhaupt keine Verantwortung, wenn ihr euren Speicherstand kaputt macht. Ihr macht das auf euer eigenes Risiko. Aber jetzt erstmal, ich werde das Ganze auf einem 3DS machen, auf Diamant. Wie gesagt, ihr könnt es auch auf Perle machen, aber dann geht es halt mit Bank und Home nicht. Ihr könnt es auf jedem anderen DS machen. Ihr könnt es auch auf einer ROM machen, wenn ihr wollt. Und ihr könnt es auch in jeder Sprache machen. Also was braucht ihr im Spiel, um das überhaupt machen zu können? Im besten Fall habt ihr die Arena hier in Schleiede bekämpft, dann bekommt ihr nämlich danach Fliegen. Wenn ihr nicht so weit spielen wollt, dann reicht auch Teleport, aber Fliegen ist um einiges, naja, angenehmer. Ihr müsst den Smoking bzw. das Kleid abgeholt haben. Das bekommt ihr, wenn ihr die Wettbewerbshalle in Herzhofen betretet. Also, wenn ihr Fliegen nicht holen wollt, das ist der mindeste Punkt, wo ihr im Spiel sein müsst. Herzhofen und Smoking oder Kleid abgeholt haben. Ihr braucht das Fahrrad und registriert es auch auf Y. Ihr braucht den Forschersack und müsst ihn auch mindestens einmal benutzt haben, damit die Katze ihn nicht abspielt. Und ihr müsst hier unten den Schrittzähler haben, den habt ihr aber sowieso, aber aktiviert ihn euch, dass ihr hier Schritte zählen könnt. Denn das ist das Allerwichtigste, Schritte zählen. Ihr werdet während dem Glitch nichts anderes machen können. Ihr werdet nicht zurückkommen können, irgendwas einkaufen gehen können, Team wechseln können, nichts. Seid vorbereitet. Fluchtzeile, ohne Ende. Nehmt genug Tränke mit, um eure Pokémon zu heilen, wenn ihr vor den Pokémon steht und sie nicht schafft zu bekämpfen. Ihr werdet keine wilden Pokémon antreffen oder Trainer oder sowas, aber Arceus, Darkrai und Shaymin, vor allem Arceus ist schwer. Deswegen nehmt auch genug Pokébälle mit,
Ich habe mir 999 Meisterbälle gegeben, einfach nur um dieses Video hier für euch zu machen. Für Arceus brauchen wir auch noch die Karte, aber die habt ihr sowieso. Und habt ein starkes Team, denn Arceus ist Level 80 und wird euch fertig machen. Und geht vor allem sicher, dass euer Team schnell ist. Das hier nehme ich gerade auf, nachdem ich den Glitch gemacht habe, nachdem ich Arceus gefangen habe. Man muss vor Arceus flüchten. Und mein Knackrak, Luxor und Staraptor auf Level 80 waren nicht schnell genug, um regelmäßig vor Arceus flüchten zu können. Deswegen hat es mich fertig gemacht. Also geht sicher, dass eure Pokémon noch schneller sind als die hier. Beziehungsweise habt einfach einige Pokepuppen, die ihr hier im Kaufhaus in Schleiede kaufen könnt. Um in die Void überhaupt reinzukommen, müsst ihr einen Glitch machen, der Tweaking heißt. Der ist ein bisschen schwierig, aber mit ein bisschen Übung kriegt ihr das hin. Wir sind hier in Jubelstadt. Hier ist das Pokémon Center von Jubelstadt. Und hier bei dem alten Mann müsst ihr euch hinstellen, genau auf diese Stelle hier. Stellt euer Fahrrad auf den langsamen Gang, also fahrt langsam, nicht schnell, langsam fahren. Und hier müsst ihr jetzt eine L-Form fahren, so schnell es geht. Also hier nach da, runter, wieder hoch und wieder zurück. Diese Form müsst ihr so schnell es geht machen. Ihr dürft zwischendrin nicht anhalten, ihr dürft nicht irgendwie kurz stocken oder sowas. Es muss auch genau diese Form sein. Probiert es erst langsam, da habe ich zum Beispiel gestockt. Das war jetzt eine Reihe zu weit unten, das war eine Reihe zu weit unten. Einfach, das war zu früh. Benutzt wirklich auch nur das Steuerkreuz. Und das habe ich jetzt geschafft. Habt ihr es gesehen? Aber zack, 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 wieder zurück. Ihr seht, ob ihr es richtig gemacht habt, wenn hier alles schwarz ist. Dann könnt ihr den Glitch starten. Jetzt habt ihr getweakt, das war Tweaking. Und ihr könnt jetzt in die Void. Weil ihr seht, das Spiel hat es jetzt nicht gerafft, weil ihr habt so schnell die Richtung dreimal geändert, dass das Spiel die Karte nicht mehr richtig lädt und alles ist schwarz. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, deswegen ich habe ungefähr raus, wie es funktioniert. Aber ihr kriegt es hin. Probiert es langsam zuerst, irgendwie so Schritt für Schritt, dass ihr wisst, welche Knöpfe ihr drücken müsst. Und dann macht ihr es halt schnell. Hier, First Try, ich habe es wieder geschafft. Und es ist alles schwarz nebendran. Ab dem Zeitpunkt dann ist euer Spiel geglitscht. Ich werde euch natürlich sagen, wie ihr das wieder rückgängig macht. Das ist sehr einfach. Aber passt auf, euer Spiel ist jetzt geglitscht. Ab dann wirklich nur noch das machen, was ich jetzt im Video sage. Denn jetzt kommen wir auch zu den Regeln, dass ihr da wieder heil rauskommt. Wir werden nämlich komplett in diesem schwarzen Bereich rumfahren und ihr werdet nichts sehen. Es ist komplett schwarz, ihr seht nur euren Charakter. Das heißt, wir müssen ganz bestimmten Schritten folgen, dass ihr zu Darkreich Shaymin und Arceus hinkommt. Wenn ihr irgendwo einen Weg geht, den ihr nicht gehen sollt, kann es sein, dass ihr da nie wieder rauskommt. Deswegen erste Regel, steuert wirklich nur mit dem Steuerkreuz. Benutzt nicht irgendeinen Stick oder sowas, nur Steuerkreuz und versucht rauszufinden, versucht zu lernen, wie ihr wirklich nur einzige Schritte geht. Ihr werdet nämlich oft auf dem Fahrrad sein müssen, ihr werdet vom Fahrrad nicht absteigen können und dann müsst ihr trotzdem immer einen Schritt gehen können. Also lernt, wie man wirklich nur einen Schritt geht. Speichert nur, wenn dieses Tutorial es euch sagt. Speichert sonst nirgends. Und der Glitch ist relativ lang, das heißt, ihr müsst ein bisschen Zeit mitbringen. Ihr werdet zwischendrin speichern müssen, dass der Glitch funktioniert, aber speichert nur wirklich dann. Passt auf den Schrittzähler auf. Ich werde euch Schritte sagen, die in bestimmte Richtungen gehen müsst. Und guckt wirklich, wenn ich sage 36, dann meine ich 36. Und die Zahl geht schneller hoch, als ihr denkt. Und dann wirklich, wenn ihr 10, 20 davor seid, werdet langsam und macht es wirklich nur noch Schritt für Schritt, damit ihr genau auf 36 zum Beispiel landet. Manchmal werdet ihr aber auch 1000 Schritte gehen und dann werdet ihr das Fahrrad vielleicht schnell schalten wollen. Schaltet es ruhig schnell, aber vergesst nicht, dass wenn ihr es schnell schaltet, geht die Zahl noch schneller hoch. Und dann solltet ihr wirklich früh genug runterschalten und dann wieder langsam einen Schritt für Schritt gehen, um wirklich auf der Zahl zu landen. Wenn ihr drüber schießt über die Zahl, ihr könnt wieder zurückgehen. Aber es ist schwierig und dabei könnt ihr euch vertun und manchmal bleibt ihr stecken. Also seid sicher, dass ihr genau die Zahl trefft. Resettet euren Schrittzähler jedes Mal, wenn ihr eine Aktion gemacht habt. Ich werde sagen 30 nach rechts, 90 nach oben. Zwischendrin resetten, damit ihr nicht addieren müsst. Ihr wollt nicht im Kopf rechnen, deswegen ist der Schrittzähler da. Vor allem, weil auch manchmal ein Schritt nicht als Schritt zählt. Wenn ihr zum Beispiel die Richtung wechselt, so wie jetzt hier, das ist kein Schritt gewesen. Aber ihr könntet vielleicht denken, ah, das war ein Schritt. Es war kein Schritt, ihr wechselt nur die Richtung. Ich habe das jetzt schon öfter probiert und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Glück auch dabei. Deswegen manchmal, wenn ihr nicht da ankommt, wo ihr ankommen solltet, macht es einfach nochmal. Spielt mit Ton, auch wenn es in der Void ein bisschen langweilig ist, soundmäßig. Ihr solltet hören, wenn euer Fahrrad im unteren Gang ist oder im schnellen Gang. Denn ihr werdet nicht sehen, ob euer Fahrrad schnell oder langsam ist, weil ihr seht nur euren Charakter.
Und ich mache mal kurz den Ton lauter, dann hört ihr, wenn ihr das Fahrrad in den hohen Gang schaltet, also schnell, dann macht es ein Geräusch, das nach oben geht. Wenn ihr euer Fahrrad langsam stellt, macht es das Gegenteil. Wichtig, damit ihr einfach wisst, ob ihr gerade schnell fahrt oder langsam fahrt, denn ihr wollt nicht schnell fahren, wenn ihr eigentlich nur wenige Schritte gehen wollt. Okay, ich glaube, das waren alle wichtigen Regeln, die auch kein Tutorial mir gesagt hat, ich aber sehr wichtig finde, dass ihr da drin überlebt. Und vielleicht denkt ihr euch, jetzt ist es doch voll einfach, der übertreibt voll. Ich übertreibe lieber, anstatt dass Leute, naja, da drin sich verirren und nicht mehr rauskommen. Wir fangen an mit Darkrai und Shaymin. Da gibt es zuerst einen allgemeinen Weg und dann wird sich der Weg irgendwann trennen. Einer geht nach Darkrai, einer geht nach Shaymin. Wenn ihr dann bei einem von den beiden seid, gibt es einen Weg, der wieder zurückführt zu der Weggabelung und dann könnt ihr den anderen machen. Und dann gibt es einen Weg, der eben den ganzen Glitch wieder rückgängig macht. Und danach machen wir Arceus und ich zeige euch den schwereren Weg, den längeren Weg. Es gibt einen einfacheren Weg, der aber nur geht, wenn ihr noch nicht auf der Sperrsäule wart und noch nicht die Alga und Palkia getroffen habt. Und dann gibt es eben den schwereren Weg, der immer geht, egal wo ihr in der Story seid. In der Beschreibung findet ihr zwei Tutorials, die ich benutzt habe, um das hier zu verstehen. Ein Tutorial von Retire, das eben den schweren Arceus-Weg zeigt, den ich euch auch zeige. Und ein Tutorial von CVillyHD, der euch auch den leichteren Arceus-Weg zeigt, solltet ihr noch nicht die Alga und Palkia getroffen haben. Also schaut euch das an und vor allem schaut euch die sowieso an, die machen krasse Glitch-Videos zu Gen 4. Von denen habe ich quasi das Tutorial und wie ich das hier alles machen soll. Kurz gesagt, checkt die Timestamps, wenn ihr nur Arceus haben wollt, springt zu Arceus. Aber ansonsten Darkrai und Shaymin, geht jetzt los. Ich habe hier unter mir stehen genau die Wegbeschreibung. Das heißt, ihr seht genau, was ihr machen müsst, welche Schritte ihr gehen müsst. Ich habe auch extra Pfeile hingemacht, damit ihr nicht sagt, oh, links und rechts, ich kann es nicht unterscheiden. Nein, der Pfeil sagt euch genau, wo ihr hin müsst. Also der erste Schritt wird sein, zu tweaken. Wir müssen erstmal die Void aktivieren. Also stellen wir uns hier hin und machen die Bewegung. Second try. Da drüben ist alles schwarz. Und dann gehen wir hier hoch. Hier links. Beim Springbrunnen. Und ihr seht, dass es auch geklappt hat, wenn ihr einfach durch so ein Schild durchfahren könnt. Und dann stellen wir uns exakt hier hin. Und jetzt werde ich zwischen und immer wieder sagen, ruf den Pokédex auf. Das ist dafür da, dass die Karte resettet wird. Wir sehen nämlich gerade nicht da, wie es aussieht. Wir sind eigentlich woanders. Und wir resetten jedes Mal die Karte, indem man ein Menü aufruft. Also zum Beispiel den Pokédex. Und dann gehen wir da wieder raus. Und dann seht ihr, wo wir eigentlich stehen. Wir stehen eigentlich hier. Jetzt geht's los mit den Schritten. Resettet den Schrittzähler. Wir machen 1 runter. Dadurch gehen wir ins Gebäude rein. So, wir resetten den Schrittzähler. Wir machen 1 runter. Reset 16 nach rechts. Mysteriöse Zone. Dann drücken wir Y, um das Fahrrad rauszuholen. Und fahren 430 nach oben. Hier, ne, ich drücke B, um schneller zu fahren. Ihr könnt schnell und langsam fahren, vollkommen egal. Ihr könnt auch vieles zu Fuß machen, aber es dauert halt ewig. Deswegen einfach dann bei 400 schalte ich einen Gang runter und dann gehe ich vorsichtig auf 430. Es geht nämlich schneller, als man denkt. 430. Und dann sollte bei euch auch die Höhle der Umkehr kommen. Wenn hier bei euch die Höhle der Umkehr nicht kommt, macht's nochmal. Reset. 1 nach links. Dann sind wir in Jubelstadt. Reset. Und jetzt gehen wir in den Beutel. Und aktivieren den Forschersack. Ihr sagt ja. Speichern. Ja. Und jetzt wird euer Spiel abstürzen. Und das ist okay. Wir gehen runter. Und Spiel stürzt ab. Das ist okay. Das Spiel startet einfach neu. Dann stehen wir im Dunkeln und das ist scary. Jetzt gehen wir 193 nach rechts. 193 nach rechts. Und dann 64 nach oben. Also mein Jubelstadt. Kleiner Tipp, ich würde immer nicht resetten, wenn ihr speichern müsst, damit, wenn ihr den Spielstand jetzt neu ladet, wisst, wo ihr beim letzten Punkt wart. Und dann sehe ich eben unten die 64 und weiß, ah, ich war bei 64, ich bin gerade 64 gegangen. Denn jetzt müssen wir speichern. Und jetzt soft resetten wir das Spiel, also wir drücken L, R, Start, Select gleichzeitig und das Spiel startet neu.
Jetzt resette ich den Schrittzähler. Und wir gehen 214 nach links. 214 nach links. Und jetzt reset 479 nach unten. Und da seht ihr bei 479 schon diese weißen Punkte. Und jetzt Achtung. Jetzt ist nämlich hier eine Stelle, die oft schief läuft in den Videos. Und ich habe einen Weg gefunden, wie es immer funktioniert. Jetzt resetten wir die Karte und gehen auf den Pokédex. Dann seht ihr auf einmal, hey, wir sind ja beim Pokémon Center. Und ihr müsst so angekommen sein wie ich. Ihr müsst über der weißen Wand angekommen sein. Wenn ihr eins daneben steht, seid ihr falsch. Wenn ihr eins links daneben steht, seid ihr auch falsch. Ihr müsst über dieser Wand angekommen sein. Aber ich bin nämlich öfter, warum auch immer, eins weiter rechts angekommen. Das macht aber nichts. Ihr könnt euch hier relativ gut so ein paar Schritte immer bewegen. Das heißt, ich mache es jetzt auch mal für euch. Wenn ihr hier ankommt, geht einfach eins rüber. Wenn ihr hier ankommt, geht einfach eins rüber. Ihr müsst wirklich, hier könnt ihr euch ein bisschen bewegen. Geht einfach wirklich dahin, wo ihr über der Wand steht, so wie ich hier. Und jetzt auch etwas, was manche Tutorials nicht sagen. Wir müssen jetzt zwei Schritte nach unten gehen, aber schnell. Also mit Gewalt, mit Bums. Das heißt, ich mache mein Fahrrad auf schnell. Und wir diesen zwei nach unten. Boom, geht nicht. Okay, ist aber ein gutes Beispiel. Wahrscheinlich habe ich es mir jetzt gerade kaputt gemacht, weil ich die ganze Zeit rechts und links gegangen bin oder sowas. Aber ich kann euch versprechen, ihr werdet hier durchkommen, auch wenn ihr stecken bleibt. Was dann nämlich oft eine Lösung ist, ich gehe eins nach oben, mache den Pokédex auf. Und jetzt düse ich nach unten. Boom. Okay, ich bin nicht ganz unten. Ich muss noch eins weiter runter. Das heißt, ich gehe wieder eins hoch, mache wieder den Pokédex auf. Ich bin immer noch im schnellen Gang und düse jetzt nach unten. Boom. Und da will ich hin. Ich will, dass quasi nur noch meine Mütze rausschaut und ich an der Wand vom Pokémon Center bin. Denn wenn ich jetzt hier bin und den Pokédex aufmache, komme ich durch. Eins, zwei. Und ich gehe zwei runter. Also hier ist so eine Stelle, die bei euch auch nicht klappen könnte. Wie bei mir gerade oder ihr kommt daneben an. Ihr seht aber, ihr müsst immer eins hoch, Pokédex aufmachen. Wieder zwei runter. Geht nicht? Drei hoch. Pokédex aufmachen. Zwei runter. Aber ihr werdet hier durchkommen. Gebt nicht auf. Und dann bin ich eben hier in der Wand drin. Und wir müssen jetzt einfach zur mittleren NPC gehen. Das heißt, wir gehen drei nach links. Eins, zwei, drei. Und dann reden wir mit ihr. Und wir sagen ja. Und wir speichern. Jetzt kommt auch ein bisschen was Besonderes. Aufpassen. Wir soft resetten das Spiel. Also wir drücken LR Start Select, nachdem gespeichert wurde. Und jetzt legt euren DS weg, legt das Spiel weg. Ihr dürft nicht das Intro wegklicken. Ihr dürft erst das Intro wegklicken, wenn ihr den Pokémon-Schriftzug seht. Deswegen schaut euch das alles hier an. Wahrscheinlich müssen wir das machen, damit das Spiel sich im Hintergrund komplett laden kann. Aber wartet, bis das Pokémon-Logo kommt. Jetzt. Und erst jetzt dürfen wir A drücken und wieder ins Spiel reingehen. Und wir stehen wieder im Nirgendwo. Und jetzt sind wir eben an der Weggabelung. Es geht jetzt ein Weg zu Darkrai. Und ein Weg geht zu Shaymin. Es ist vollkommen egal, welches von den beiden ihr zuerst macht. Danach der Weg, der hier zurückführt, ist immer der gleiche. Wir fangen an mit Darkrai. Dafür, ne, Schrittzähler ist auf 0. Wir gehen 97 nach rechts. Und dann 694 runter. Das dauert ein bisschen. Dann fangt ihr hier schon an, langsam bei der Insel zu sein von Darkrai. 6, 9, 4. 23 nach rechts. Hier speichern wir. Wenn ihr hier angekommen seid, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es zu Darkrai eigentlich schon geschafft. Wieder Soft Reset, LR, Start, Select gleichzeitig. Das mit dem Pokémon-Logo und sowas, das gibt es wirklich nur an diesem speziellen Ort. Das müsst ihr jetzt nicht jedes Mal machen. Und dann stehen wir hier ganz seltsam wieder im Nichts und machen den Pokédex auf, resetten die Karte und wir stehen auf der Insel von Darkrai. Ihr könnt euch vor Darkrai stellen, speichern und einfach ohne Ende Pokébälle draufschmeißen oder es soft resetten, bis es shiny wird. Also ihr könnt hier locker speichern und wir können es ansprechen und fangen.
Okay, und also ihr müsst Akrai auch nicht fangen, aber warum seid ihr sonst hier? Und um hier wieder runterzukommen, naja, macht ihr einfach ganz normal das Spiel. Ihr geht zum Boot und fahrt zurück. Okay, dann zeige ich euch jetzt den Weg zurück zur Weggabelung. Ihr könnt aber auch hier schon jetzt den Glitch beenden. Geht auf die Stelle, um den Glitch zu beenden, wenn ihr nur Darkrai haben wollt. Aber wir gehen jetzt zurück zur Weggabelung. Dafür fliegen wir oder teleportieren oder gehen zurück nach Jubelstadt. Beziehungsweise genau genommen in irgendein Pokémon Center. Es ist egal, welches Pokémon Center. Aber ich mache alles die ganze Zeit einfach in Jubelstadt. Und hier gehen wir ins Pokémon Center rein. Irgendein Pokémon Center. Und jetzt in den ersten Stock. Und jetzt werdet ihr sehen, dass euer Spiel eben immer noch geglitscht ist. Denn ich mache nichts. Wir sind nicht da. Wir sind da. Und wir gehen automatisch 4 Schritte runter. Das ist dann automatisch passiert das. Und jetzt versuchen wir eben wieder an die Stelle zu kommen bei der mittleren NPC. Und das auch. Hier gibt es wieder das gleiche Problem wie davor. Aber macht einfach genau das, was ich mache. Wir müssen jetzt 4 nach links gehen. Schrittzähler Reset. 1, 2, 3, 4. Reset, 13 nach oben, 11, 12, 13, dann macht ihr den Pokédex auf. Wenn ihr den Pokédex hier zum Beispiel nicht aufmacht, stürzt euer Spiel ab. Habe ich auch rausgefunden. Dann 2 nach oben, 1, 2, jetzt 6 nach rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wir stehen wieder genau vor dieser Wand. Das ist jetzt die andere Wand, aber wir stehen wieder genau über der weißen Wand. Reset. Und jetzt wieder das gleiche, wir müssen schnell nach unten. Deswegen haltet B gedrückt und rennt jetzt schnell nach unten gegen die Wand. Geht nicht. Seht ihr? Also mache ich wieder das gleiche wie vorhin. Ich gehe 1 nach oben, mache den Pokédex auf und renn runter. Bin noch nicht hingekommen, gehe wieder 1 hoch, mache den Pokédex auf und renn runter. Und ihr seht nur noch, die Mütze schaut raus. Ich bin bei der Wand. Pokédex auf. Und ich kann reingehen. Mir ist jetzt aufgefallen, bei mir ging es gerade nicht, weil ich nicht den Pokédex wieder aufgemacht habe, sondern sofort runtergerannt bin. Aber ihr seht, selbst wenn ihr da einen Fehler macht, ihr kommt dahin. Stellt euch einfach wirklich über die Wand und geht immer schrittweise hoch, runter, Pokédex auf und ihr werdet hier durchkommen. Und jetzt gehen wir wieder einfach zu der NPC, reden mit ihr und speichern das Spiel. Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vorhin waren. Was bedeutet, wenn wir jetzt das Spiel neu starten, müssen wir wieder warten, bis das Pokémon-Logo von alleine erscheint. Soft Reset, L, R, Start, Select gleichzeitig. Und das Intro durchlaufen lassen, bis das Pokémon-Logo erscheint. Da ist es. Und wir gehen ins Spiel. Jetzt sind wir wieder bei der Weggabelung, aber wir gehen jetzt nicht zu Darkrai, sondern zu Shaymin. 865 nach rechts. Jubelstadt. Dann 640 runter. 640 runter. Ihr seht, wir kommen langsam zur Insel von Shaymin. 6, 4, 0. 13 nach rechts. Und hier speichern wir. Und starten das Spiel neu. So, jetzt stehen wir hier wieder im Boonpfad, aber im Nichts. Und wir gehen jetzt 2 nach rechts, 1 oder 2 nach rechts, bis ihr gegen eine Wand stoßt. Deswegen habt den Ton an, dann hört ihr das. Da ist eine Wand. Ich bin 2 nach rechts gegangen zur Wand. Dann machen wir den Pokédex auf. Und siehe da, wir sind mitten auf dem Weg vor Shaymin. Und ihr könnt jetzt auch wieder hier natürlich speichern und Shaymin soft resetten, bis es shiny wird oder einfach im Pokéball fangen oder was ihr wollt. Ihr könnt Shaymin einfach fangen. Leider, weil es eben im Blumenparadies ist und sonst nirgendwo, werden wir es niemals übertragen können auf Pokémon Bank oder Home. Und dann fange ich das mal. Shaymin ist sehr einfach zu fangen, es hat eine sehr gute Catchrate. Ich werde jetzt aber trotzdem einfach auch den Meisterball draufschmeißen. Okay, Shaymin. Hey, beide Darkrai und Shaymin habe ich First Try jetzt gemacht. Die beiden sind nicht so schwer. Das Schwere kommt jetzt mit Arceus. Aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Ich kann jetzt einfach hier wegfliegen von der Insel runter. Und jetzt zeige ich euch, also ihr könnt jetzt natürlich entweder wieder an den Punkt gehen,
zur Weggabelung, also wieder zu einem Pokémon Center und so weiter, und dann zu Darkrai gehen, oder ihr wollt jetzt den Glitch rückgängig machen, das heißt den Glitch korrigieren, sodass nichts mehr irgendwie verglitscht ist, weil wenn ihr jetzt in ein Pokémon Center geht und in den ersten Stock geht, werdet ihr immer, naja, rausglitschen. Deswegen, ihr müsst in das GTS-Gebäude hier, das auch in Jubelstadt natürlich ist, geht ins GTS-Gebäude und redet einfach mit der Frau hier und sagt direkt zurück. Einfach nö. Und ich teste einmal kurz, dass der Glitch auch wirklich deaktiviert ist. Das macht ihr, indem ihr einfach in ein Pokémon-Center geht und in den ersten Stock geht. Ich gehe in den ersten Stock und ich werde ganz normal oben ankommen. Yep, also kein Glitch mehr. Super gut. Und so habt ihr den Glitch wieder korrigiert. Okay, ich speichere jetzt einmal, denn ich habe Shaymin und Darkrai gefangen. Und jetzt kommt Arceus. Wir starten wieder an der gleichen Stelle, Jubelstadt, hier ist Pokémon Center, hier ist der alte Mann. Wir stellen uns genau auf diese Stelle hier und machen jetzt Tweaking. Mal schauen, ob ich es First Try schaffe. Oh mein Gott, First Try, nice. Also macht das Tweaking, was ich euch vorhin erklärt habe. Und wir gehen wieder hoch, hier links. Ihr seht, ob es klappt, wenn ihr zum Beispiel durch das Schild hier durchfahren könnt. Jupp. Wir stellen uns wieder exakt an diese Stelle hin. Bisher ist alles gleich wie bei Darkrai und Shaymin. Wir holen den Pokédex raus, resetten damit die Karte und sind jetzt wieder im Gebäude drin. Drücken einmal nach unten, um ins Gebäude reinzukommen. Und jetzt geht das Labyrinth los. Resettet den Schrittzähler. Und jetzt ganz langsam. Wir gehen 1 nach unten. Reset. Wir gehen 17 nach links. Reset. 18 runter. Sind in der mysteriösen Zone. Reset. Wir steigen aufs Fahrrad. Und jetzt gehen wir 33 nach oben. 415 nach links. Drückt auf B. Fahrt ein bisschen schneller, denn 415 ist weit. Aber passt auf, nicht über 415 drüber zu gehen. 415, Jubelstadt. Wenn ihr sicher seid, dass ihr alles richtig gemacht habt, speichern. Und dann Soft Reset, LR, Start Select gleichzeitig. Dann Reset 384 nach rechts. 384. Und jetzt geht ihr in den Beutel, holt den Forschersack raus, einsetzen. Wenn ihr nicht einsetzen könnt, habt ihr was falsch gemacht. Fangt wieder von vorne an. Oder fangt halt beim letzten Speicherpunkt an. Und jetzt sagt ihr hier aber nein. Und weiter geht's. Reset 479 nach oben. Jubelstadt. Reset 256 nach rechts. Speichern. Und wir Soft Reset, LR Start Select gleichzeitig. Schrittzähler Reset 214 nach links. Dann 479 runter. Ihr seht noch eins, 479, ihr seht jetzt schon wieder diese weißen Kreise. Das ist da für das Pokémon Center wieder. Wir holen jetzt nämlich den Pokédex raus. Wenn ihr hier nicht weiterkommt, ist mir auch öfter passiert, ihr müsst wirklich auf dieser weißen Linie sein von der Wand hier. Und wenn ihr da nicht weiterkommt, dann geht einfach einen Schritt hoch, macht den Pokédex auf und dann düst ihr 2 Schritte runter. Nee, immer noch nicht. Geh wieder einen Schritt nach oben, macht den Pokédex auf. Ihr müsst einfach, und dann düse ich wieder 2 runter, boom. So müsst ihr stehen. Euer Kopf muss gerade noch rausschauen über der weißen Wand. Wenn ihr hier hingekommen seid, was ihr schaffen werdet, ihr schafft das dahin zu kommen, selbst wenn ihr irgendwo hängen bleibt. Pokédex aufrufen, nochmal eins hochgehen, Pokédex aufrufen, 2 runtergehen und so weiter. Dann ruft ihr wieder den Pokédex. Und jetzt könnt ihr durch die Wand gehen. Tada. Und wir gehen jetzt einfach zu der mittleren NPC, 3 Schritte nach links und können jetzt mit ihr reden. Wir speichern das Spiel. Falls ihr euch denkt, was ich mir auch gedacht habe, warum gehe ich nicht genauso hier hin wie bei Darkrai und Shaymin?
Mach das nicht, denn es geht nicht nur darum, den Weg zu gehen, sondern zwischendrin werden Sachen geladen und entladen, um zu Arceus zu kommen. Ihr müsst wirklich genau den Weg zu diesem Pokémon Center gehen für Arceus. Ihr könnt nicht den gleichen Weg wie Darkrai und Shaymin nehmen. Wenn ihr gespeichert habt, wieder Soft Preset, einfach LR Start Select. Nur diesmal das Intro durchspielen lassen. Fasst nicht euren Gameboy an. Ihr müsst das Intro anschauen, bis das Pokémon-Logo kommt. Erst wenn das Pokémon-Logo da ist, dürfen wir A drücken, um ins Spiel zu kommen. Pokémon-Logo ist da, wir drücken A, um ins Spiel zu kommen. Weiter geht das Labyrinth. Wir gehen sicher, dass wir nicht zu schnell fahren. Aber okay, ich brauche den schnellen Gang, denn ich muss jetzt 511 runtergehen. Dann gehen wir in den Beutel und holen wieder den Forschersack raus. Einsetzen. Und diesmal sagen wir aber ja. Speichern das Spiel. Und wir gehen in den Untergrund und das Spiel crasht. Das soll auch so sein. Jetzt wird automatisch der Spielstand neu geladen oder das Spiel wird neu gestartet und wir gehen einfach wieder in unser Spiel rein. So, resetten den Counter. 32 nach links. 3-2 nach links. 3-2 nach links. Und jetzt können wir von hier aus einfach wegteleportieren, wegfliegen, wie ihr wollt. Wir fliegen nach Jubelstadt ins Pokémon Center. Es ist wiederum hier auch egal, welches Pokémon Center ihr nehmt. Ich nehme halt jetzt immer Jubelstadt. Wir gehen ins Pokémon Center rein und gehen in den ersten Stock. Und hier werdet ihr sehen, dass euer Spiel eben geglitscht ist. Denn ich mache gar nichts. Niemand kommt oben an, auf einmal sind wir wieder da und wir gehen automatisch 4 Schritte runter. Weil wir gerade den Konex Club verlassen. Der hat jetzt irgendwie die Animation getriggert vom Konex Club oben. Man sieht auch, wie oben die Tür aufgeht. Weiter geht's. 4 nach links. 1, 2, 3, 4. 13 nach oben. 13. Wir holen den Pokédex raus. Wenn wir hier nicht den Pokédex rausholen, dann stürzt das Spiel ab. Und wir gehen 2 nach oben. 1, 2. Dann gehen wir 6 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gleiche Geschichte wie vorhin. Wir müssen über dieser weißen Wand hier stehen. Und jetzt macht ihr den Pokédex auf. Und jetzt rennen wir schnell nach unten. Also haltet B gedrückt und wir rennen 2 nach unten schnell. Einfach runterdrücken. Boom. Und wir rennen gegen die Wand. Wir sehen unseren Kopf noch oben rausschauen. Wenn das wieder nicht klappt, wie vorhin auf der anderen Seite, müsst ihr wieder hochgehen, Pokédex aufrufen, wieder 2 runtergehen, hochgehen, 3 runtergehen, einfach immer hoch und runtergehen, bis ihr irgendwann durchkommt. Jetzt stehen wir hier, machen wieder den Pokédex auf und kommen jetzt durch die Wand. Wir können 2 durch die Wand gehen, 2 rübergehen und dann stehen wir wieder vor der NPC. Wir können wieder mit dem NPC reden und speichern. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir gerade das gleiche nochmal gemacht haben, nur von der anderen Seite. Fragt mich nicht, aber ihr müsst das alles 1:1 so machen. Spiel ist gespeichert, also starten wir das Spiel neu. RL Start Select. Diesmal müssen wir nicht das Pokémon-Logo anschauen, wir müssen das Intro nicht durchlaufen lassen. Wir können einfach A drücken, bis wir wieder im Spiel sind. Da, wir sind in Jubelstadt TV. Wir resetten unseren Schrittzähler, gehen 2 nach unten. 1, 2. Holen das Fahrrad raus. Reset. 3, 2 runter. Jetzt sind wir im Leuchtturm. Jetzt gehen wir in den Beutel und wir werden bald nicht mehr unseren Pokédex aufrufen können. Deswegen müssen wir die Karte aufrufen können und dafür registrieren wir unsere Karte. Reset, 9-6 runter. Dann 1-6-0 nach rechts, 160 nach rechts. Da werdet ihr so eine weiße Wand sehen und ihr müsst genau in die Kante rein. 160 nach rechts ist genau hier. Jetzt machen wir 9-7 nach oben. 9-7 ist hier. Route 2-2-1. Reset 6-3 nach rechts. 6-3 nach rechts. Reset 3-2 runter. Wir sehen diese Schatten hier. 3-2 runter. Und jetzt gehen wir eben auf Y, um die Karte anzuzeigen. Gehen da wieder raus. Schrittzähler Reset 3-2 nach rechts. An die Wand. Reset, 3-2 runter. Und dann 6-4 nach rechts. Auch hier wieder die Karte rausholen.
Wieder raus aus der Karte. Reset. Eins nach rechts. Galaktikzentrale. Und jetzt eins runter. Und aufpassen. Eins runter. Park der Freunde. Hier kann bei euch eine Cutscene sich abspielen. Ich zeige euch hier, wie das aussieht, wenn eine Cutscene abgespielt wird. Je nachdem, wo ihr im Spiel seid, was ihr freigeschalten habt, kommt hier eine Cutscene oder kommt keine Cutscene. Wenn eine Cutscene kam, geht ihr danach 63 nach rechts. Wenn keine Cutscene kam, so wie bei mir, geht ihr 64 nach rechts. Also gehe ich jetzt 6-4 nach rechts. Reset, 6-4. Jetzt gehen wir 6-4 nach oben. Und wir resetten die Karte, indem wir die Karte aufrufen. Wieder raus. Jetzt gehen wir 9-6 nach oben. Wir resetten wieder und gehen jetzt 1 nach oben und eine Cutscene sollte abspielen. 1 nach oben, bam. Starten wir den Countdown. 3, 2, 1, los. Wenn das bei euch passiert, habt ihr alles bisher richtig gemacht. Wir sind jetzt im Park der Freunde. Das sehen wir daran, dass wenn wir hier aufrufen, wir haben Freundesbälle, wir können Schluss drücken und so weiter. Und das ist wichtig. Wir müssen hier sein, um Arceus fangen zu können. Wir werden jetzt aber diesen Park der Freunde nicht mehr verlassen, bis es alles vorbei ist. Das heißt, wir können nicht speichern und wir können auch hier nicht weg. Wir müssen jetzt die letzten paar Schritte genauestens befolgen, um zu Arceus zu kommen. So, Schrittzähler Reset, eins nach unten. Dann 193 nach links. 193, hier bei der weißen Stelle, 193. Reset, 256 runter. Reset, 64 nach links. Jubelstadt TV. Dann 160 runter. Dann wieder 6-4 nach links. Und jetzt kranke 1-2-7-9 runter. Das kann dauern. Eins, zwei, sieben, neun. Und jetzt, wir haben es gleich geschafft, 9-6 nach links. 9-6. Okay, wir sind da, hoffentlich. Wir werden jetzt sehen, ob ich richtig bin. Aber zuerst muss ich euch zwei Sachen erklären. Wir können jetzt hier zwei verschiedene Arceus fangen. Das eine Arceus ist aus der Halle des Beginns, also das, was man auch kriegt, wenn man in Platin zum Beispiel eben die Flöte spielt. Das ist aber nicht übertragbar auf Bank und Home. Aber ihr könnt das zum Beispiel benutzen, um in HGSS die Level 1 Legis in den Eiern zu bekommen. Wir starten hier an diesem Punkt und um zu diesem Arceus zu kommen, müssen wir das machen, was hier steht. Wenn ihr das andere haben wollt, das ist eben das Arceus aus der mysteriösen Zone und das könnt ihr eben auf Bank und Home übertragen. Und dafür müssen wir diese Reihenfolge machen. Ihr könnt beide fangen und ihr könnt beide unendlich oft fangen. Denn wir können einfach zwischen diesen beiden Arceus auch die ganze Zeit hin und her wechseln. Danach sage ich, wo ihr lang müsst, um das Ganze zu korrigieren. Das ist jetzt aber ein bisschen kompliziert und ich versuche es so gut wie möglich zu erklären. Wir fangen zuerst jetzt das Arceus aus der Halle des Beginns. Das heißt dafür, ich reset wieder meinen Counter und ich gehe 3 nach unten. Und jetzt sehen wir direkt, ob es funktioniert hat. 1, Halle des Beginns. Ja, es hat funktioniert. Wir sind in der Halle des Beginns, wir gehen aber 3 runter. 2, 3, 3 runter. Wir stehen gerade bei Arceus. Und jetzt gehe ich eben ins Menü und drücke auf Schluss. Und ihr seht, was passiert. Dodogune. Da ist es. Und das ist das Arceus aus der Halle des Beginns. Und das könnt ihr shiny resetten, das könnt ihr im Pokéball fangen, was auch immer ihr machen wollt, könnt ihr machen. Ich werde es jetzt im Meisterball fangen, um euch die anderen Sachen noch zu zeigen, weil Pokéball wird jetzt zu lange dauern. Aber ich werde, das hier brauche ich nicht im Pokéball fangen, weil das können wir nicht übertragen. Und jetzt stehe ich immer noch hier. Um jetzt dieses Arceus nochmal zu fangen, ich reset meinen Zähler, ich gehe einen Schritt runter und hier drücke ich jetzt wieder auf Schluss. Und dann finde ich wieder ein Arceus. Dieses Arceus jetzt aber nicht fangen, sondern vor diesem Arceus flüchten wir. Das heißt, habt ein schnelles Pokémon an erster Stelle, um hier zu flüchten. Das dürft ihr nicht fangen. Ihr müsst jetzt flüchten, um das nächste wiederzukriegen, um das dann wieder fangen zu können. Flüchten.
Flucht gescheitert. Mein Staraptor ist nicht schnell genug? Oh mein Gott, vielleicht sollten wir Pokepuppen mitnehmen. Ich nehme vielleicht Knackrack an erster Stelle. Ist Knackrack schneller? Oh mein Gott. Mein Staraptor einfach instant tot. Kann ich bitte flüchten? Nein. Komm, Knackrack muss schneller sein. Oder Luxtra. Okay, Knackrack ist schneller. Arceus verschwand. So, ich kann im Moment kein Menü aufrufen. Das heißt, ich kann Knackrack noch nicht mal an erster Stelle tun. Okay, wir resetten den Schrittzähler. Und jetzt wiederholen wir das Ganze, um wieder das Arceus zu fangen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder 3 Schritte runter. 1, 2, 3. Wir sind in der Halle des Beginns. Ich drücke wieder auf Schluss. Und das ist jetzt wieder ein Arceus, was wir fangen dürfen. Das heißt, 3 runter, fangen. 1 runter, flüchten. 3 runter, fangen. 1 runter, flüchten. So muss man das die ganze Zeit machen, um hier nicht festzustecken, um weiterhin Arceus fangen zu können. Ich habe jetzt meine Arceus, die ich will, aber jetzt muss ich wieder, um das andere Arceus zu fangen oder halt, um den Glitch wieder zu korrigieren, um wieder hier rauszukommen, muss ich trotzdem wieder eins finden, das ich, vor dem ich flüchte. Also ich gehe jetzt wieder eins so runter und drücke auf Schluss und vor dem muss ich jetzt flüchten. Okay, also bin ich jetzt wieder am Ursprungsort und jetzt suche ich das andere Arceus, das eben in der mysteriösen Zone erscheint. Dafür, wie ihr seht, gehe ich eben nur 2 Schritte runter und nicht 3. 1, 2. Ich bin trotzdem in der Halle des Beginns, aber ich stehe 1 Schritt weiter oben. Deswegen, wenn ich jetzt aufgebe, gehe ich durch die Animation von Arceus 3 Schritte hoch und finde Arceus in der mysteriösen Zone. Das hier. Und das hier ist eben nicht in der Halle des Beginns, sondern in der mysteriösen Zone und dadurch übertragbar auf Home. In dem anderen Video, was ich euch hier unten in die Beschreibung gepackt habe, ist eben der Weg, wie ihr auch noch das Arceus kriegt, in Jubelstadt. Und wenn es in Jubelstadt ist, kann es auch übertragen werden auf Home. Aber ich finde ein Arceus aus der mysteriösen Zone cooler als aus Jubelstadt. Naja, das fange ich mir jetzt auch einmal. Das brauche ich nicht mehrmals, das fange ich mir jetzt einmal im Meisterball. Ich werde auf Twitch noch probieren, das im Pokéball zu fangen. Aber oh mein Gott, wird das schwer. Weil ich kann meine Pokémon nicht wirklich heilen. Nur während dem Kampf. 3, 4! Oh mein Gott! Nummer 61. Mann, war das einfach. So, nach diesem Arceus aus der mysteriösen Zone stehen wir schon an der richtigen Stelle. Ihr müsst immer den kompletten Schritt beenden, bevor ihr den nächsten Schritt macht. Aber gut, ich will jetzt hier raus aus dieser Void. Ich war hier lang genug drin. Deswegen zeige ich euch jetzt den Weg, wie ihr hier wieder rauskommt. Dafür gehen wir 6-5 nach rechts. Wenn ihr jetzt hier einen Fehler macht und in der Void stecken bleibt, müsst ihr den Speicherstand neu laden von vor langer Zeit, bevor ihr überhaupt die Arceus gefangen habt. Deswegen auch hier. Geht sicher, dass ihr keinen Fehler macht. 1-2-8-0 nach oben. Sechs, vier nach rechts. 160 hoch. Ich bin um 4 drüber gegangen. Ich muss jetzt korrigieren. Das heißt, ich muss jetzt 4 wieder runtergehen. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4. Das sollte 160 sein. Oh mein Gott. Aber gut, jetzt seht ihr auch mal, wenn man überschießt. 6-4 rechts. 2-2-4 hoch. Dann 2-2-4 rechts. 3-2 hoch. Park der Freunde. Das heißt, jetzt kann ich aufgeben und ich verlasse legit den Park der Freunde. Schluss. Möchtest du die Show abbrechen? Ja. We did it! 4 Arceus gefangen und wir sind heil wieder rausgekommen. Wir fliegen zurück nach Jubelstadt, gehen dort nach links in die GWS-Station, reden mit dem NPC und können aber einfach sagen zurück und testen kurz, ob alles wieder heile ist, indem wir in ein Pokémon-Center gehen und in den ersten Stock gehen. Solange wir jetzt nicht wieder aus dem Pokécenter rausglitschen, ist alles okay. Und es ist alles okay. Oh mein Gott, yes! Okay, ich habe mal eben kurz Arceus und Darkrai aufgelevelt.
Mit meinem Arceus werde ich das natürlich legit auf Level 100 bringen. Keine Ahnung, aber wie ich das machen soll. Also hier, Darkrai ist jetzt Level 50. Und ich habe anstatt Verfolgung, habe ich ihm Zerschneider beigebracht. Arceus aus der mysteriösen Zone ist auf Level 100 gebracht worden. Die werde ich jetzt übertragen auf Home. Ich bin so dumm, bringt Darkrai nicht Zerschneider bei. Jetzt könnt ihr es natürlich nicht übertragen. Oh Mann, bin ich blöd. So, ich habe ihm schnell Toxin anstatt Zerschneider beigebracht. Jetzt geht's. Und hier können wir noch alle übertragen, denn hier gehen wir gerade von Gen 4 auf Gen 5. Das heißt, auch die Unlegitimen, die Illegalen, lassen sich übertragen. Und dann, wenn wir von Gen 5 den Pokémover benutzen, sagt er Vorsicht. In der Box befindet sich mindestens ein Pokémon, das nicht übertragen werden kann. Ein unzulässiges Pokémon, das nicht übertragen werden kann. Nicht übertragbare Pokémon wurden entfernt. Und da seht ihr, was übrig bleibt. Ist Darkrai auf Level 50 und Arceus auf Level 100. Die beiden lassen sich übertragen. Let's go. Und in Bank sehen wir dann hier in der Transferbox. Dann können wir sie auch auf Home übertragen. Das war's. So bekommt ihr Darkrai, Shaymin und Arceus. Aber ihr habt's gesehen, ich habe versucht, keinen Schnitt zu machen, während ich dieses Labyrinth gegangen bin. Ich habe es geschafft, First Try alles hinzukriegen. Zumindest hier bei der Aufnahme. Ich hatte viele Probleme davor, aber habe dann verstanden, wie ich manche Sachen machen muss. Und das habe ich versucht, hier alles euch zu zeigen. Solltet ihr tatsächlich aber euch verirren. Es tut mir sehr leid, euer Speicherstand ist kaputt. Außer ihr habt einen gemoddeten 3DS und ihr könnt euren Save-Stand modifizieren. Dann gibt es nämlich diese schöne Seite hier. Da könnt ihr dann zum Beispiel PK Hex benutzen und euch neue Koordinaten geben und euch dann einfach in eine Stadt teleportieren. Oder ihr habt andere Cheating-Devices oder sonst irgendwas und könnt dann aus der Void entkommen und euch wieder positionieren irgendwo, wo ihr weiterspielen könnt. Lasse ich euch unten in der Beschreibung da. Funktioniert aber natürlich nur, wenn ihr euren Speicherstand beeinflussen könnt. Ansonsten hoffe ich, ihr fandet das interessant. Vielleicht werdet ihr es mir auch nachmachen und euch auch dieses Arceus und Darkrai holen. Ich finde es ziemlich cool. Ob ihr das als legit anseht, müsst ihr sagen. Es ist im Spiel. Man benutzt keine Drittsoftware oder irgendwelche Cheating-Devices. Es ist einfach eine Möglichkeit, ein Glitch, um ein Arceus zu kriegen, das man selber fangen kann. Aber ihr wisst, man sollte es nicht haben können, dieses Arceus. Aber es geht, weil sie es nicht gescheit programmiert haben. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, falls ihr noch nicht getan habt. Und checkt vielleicht meinen Patreon aus, wo ihr diese Videos auch früher und ohne Werbung findet. Vielen Dank also an meine Patrons: JGamer, Robin, Superfil, Mika, Manic, Majora, Caruso, Menemon, I'm Shadow, Azrael, Mariko, Itako, Danova, JJ, Maverick, Marco Brian, Ryu, Hamke, der Fast Guy, Eva, Philipp, Delprani und Henriette. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.